Leben, was nicht jeden Tag passiert. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, heute, und ich hoffe, wir sind uns darüber einig, ist für Dresden ein historischer Tag. Wir legen gemeinsam den Grundstein für zwei Theaterneubauten. Aber eigentlich ist diese Tatsache viel mehr als nur ein protokollarischer Akt. Es ist ein Ende und ein vielversprechender Anfang. Denn heute endet eine Debatte, in der viele Vorschläge, Ideen und Varianten eingeflossen sind, geprüft und auch wieder verworfen worden. Das Schicksal insbesondere der Operette, meine Damen und Herren, bewegt die Dresdnerinnen und Dresdner und natürlich auch deren gewählte Vertreter eigentlich schon seit 1990. Alle waren sich aber immer einig, dass die Zustände in Leuben für das letzte verbliebene deutsche Operettentheater unhaltbar sind. Doch die Einigkeit endete meist bei der Frage der Umsetzung. Sehr verehrte Gäste, ich möchte einfach sagen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, heute ist wirklich ein bemerkenswerter Tag für unsere Landeshauptstadt. Das merkt man nicht nur an dem Wetter, sondern weil zu einer Grundsteinlegung so viele Gäste gekommen sind. Das ist großartig und ich bin deshalb auch gerne hierher gekommen zu dieser Grundsteinlegung mitten in Dresden. Die Frau Oberbürgermeisterin hat es gerade angesprochen. Dieser Standort hat ja hier lange Tradition. 1920 ist das Gebäude errichtet worden, 1994 ist die Nutzung eingestellt worden und dieses Backsteingemäuer, so kann man sagen, hat sich durchaus zum Markenzeichen in dieser Landeshauptstadt entwickelt. Jetzt soll es wieder mit Leben erfüllt werden. Frau Oberbürgermeisterin, wir haben gemeinsam eine städtebauliche Vereinbarung unterzeichnet. Im letzten Jahr bis zu 10 Millionen Euro sind möglich. Dies gilt es jetzt mit entsprechendem Leben zu erfüllen. So, hallo, mein Name ist TJG, bin ungefähr seit 30 Jahren unkündbar beim TJG beschäftigt. Und ich werde jetzt hier den feierlichen Akt der Grundsteinlegung einleiten. Ja, heute wird hier ein Grundstein gelegt. Wir werden eine Zeitkapsel befüllen. Mit vielen schönen Sachen. Und das machen wir jetzt hier alle zusammen. Da gehen wir mal hier rüber. Heute TJ, es kommt rein. Vier Tageszeitungen. Super, perfekt. Als nächstes kommt rein, Achtung, ein Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Dresden. Sagt die Frau Schneider, es kommt rein Faktum Dresden. Dann kommen rein gültige Münzen. Dann kommt rein der Fördermittelbescheid. Erstmal die Utensilien der Staatsoberrecht Dresden. Ja. Ein Spielplan, das Spielzeitheft vom TJG. Ich gebe gleich den Startschuss, dann wird auf dieser Seite gelötet und hier musiziert und dann sehen wir weiter, Freunde. Achtung, es geht los. Auf die Plätze, löten, los! Jetzt passiert nämlich Folgendes. So, die Hülse haben wir gefüllt, dann wurde sie gelötet, die Musik gab es auch. Jetzt kommt die Versenkung in den Grundstein mit Grundsteinlegungsspruch durch den Handwerker. Gelegt, der ist, auf dem das Haus mal steht.
Wir feiern heute Grundsteinlegung. Alle Welt ist in Bewegung. Und hier und heute da zu sein für diesen ersten guten Stein. Wir gratulieren zum Entschluss, dass hier ein Haus entstehen muss. Nun sei der Stein Symbol der Kraft, der Bau und uns das Glück verschafft. Kraftwerk Mitte Dresden. Neubau Spielstätten für die Staatsoperette Dresden und das Theater Junge Generation. Grundsteinlegung 8.7.2014. So, wird der Stein dann draufgepackt. Für alle, die es nicht sehen können. Wunderbar. Danke nochmal. Und jetzt kommen die symbolischen Hammerschläge. Mit jeweils einem Wunsch. So, Frau Oberbürgermeisterin fängt an. Ich schaffe das Haus dem Bauherrn zur Ehre. Möge das Haus zu einem echten Kulturzentrum im Herzen der Landeshauptstadt werden. Möge das Haus für Generationen von Kindern und Jugendlichen der Ort sein, wo sie sich wohlfühlen, gemeint sind und ernst genommen werden. Möge den künftigen Nutzern Glück und Freude mit diesem Haus beschieden sein. Ja, ich wünsche mir, dass wir alle, die an dem Projekt beteiligt sind, mit dem gleichen Engagement weitermachen, wie wir hier begonnen haben. Ich wünsche dem Ensemble der Staatsoperette, dass dieser unglaubliche Ensemblegeist auch in diesem wunderschönen neuen Haus erhalten bleibt und die Liebe der Dresdner. Zur Grundsteinlegung für die neuen Spielstätten der Staatsoperette und des Theaters Junge Generation habe ich einen großen Wunsch geäußert. Ich wünsche mir, dass in diesem Haus dieser enorme Ensemblegeist des Ensembles der Staatsoperette erhält, blüht und dass sich die Liebe der Dresdner zu diesem Ensemble weiter fortsetzt. Und davon bin ich fest überzeugt, dass das in dem neuen Haus auch werden wird.